Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, das, was wir hier vorliegen haben als Bundesverkehrswegeplan und was wir jetzt beraten in den Ausbaugesetzen, das kann man wirklich als das größte Investitionsprogramm des Bundes überhaupt bezeichnen. Das ist ein Programm für die Modernisierung unserer Verkehrsnetze. Das ist ein Programm, das die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland auf Vordermann bringt, das Zukunft gestaltet. Und deshalb ist auch nicht vermessen zu sagen, ja, das ist ein großer Wurf, den wir hier vorlegen. Wenn wir das umsetzen, was wir dort niedergeschrieben haben, dann werden wir weniger Staus haben, dann werden wir ein Mehr an Verkehrssicherheit zu verzeichnen haben und dann werden wir sehr viel investieren in Verkehrswege hier in Deutschland. Und das ist von einer großen Bedeutung für unser Land. Denn Deutschland ist eine Mobilitätsnation. Wir sind angewiesen darauf, dass Verkehre fließen können. Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitsplatz kommen und nicht im Stau stehen. Dass wir Waren und Güter transportieren können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir weiterhin wirtschaftliche Prosperität in Deutschland haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Verkehrswege so stark in den Fokus nehmen, um Wohlstand und Wachstum in Deutschland zu gewährleisten. Das Verkehrsaufkommen, das sagen alle Verkehrsprognosen, wird in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Wir haben nicht nur Nachholbedarf in der Infrastruktur, sondern unter Berücksichtigung der wachsenden Verkehre müssen wir auch darauf noch zusätzlich antworten. Das betrifft alle Träger. Alle Verkehrsträger, das betrifft den Individualverkehr, das betrifft den Güterverkehr, das betrifft den Personenverkehr. Wem das etwas bedeutet, dass es in Deutschland weiter wirtschaftlich aufwärts gehen kann, der muss handeln, der muss Geld in die Hand nehmen, der muss in die Verkehrswege investieren. Wir handeln und wir handeln kraftvoll. Dieser Bundesverkehrswegeplan ist beredtes Zeugnis dafür. Wir haben uns, als wir die Konzeption erstellt haben, klare Kriterien gegeben. Und da waren wir uns eigentlich in diesem Hause weitgehend einig. Wenn wir uns diese Kriterien anschauen, sind sie in diesem Bundesverkehrswegeplan abgebildet, sind sie eingehalten worden, dann kann man nicht nur sagen, ja, es waren ehrgeizige Ziele, die wir uns gesetzt haben, sondern wir haben alle diese Ziele auch erreicht. Ich will das im Einzelnen betrachten. Erster Punkt. Wir haben gesagt, wir wollen eine realistische Planung machen. Wir wollen keinen Wunsch- und Wolkeplan machen, sondern etwas, das wir in den nächsten 15 Jahren auch wirklich umsetzen können. Und genau das ist gelungen. Eine klare Finanzierungsperspektive, die hier aufgezeichnet ist, lieber Kollege Hofreiter, jedenfalls dann, wenn wir die Politik so weitergestalten können. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, wir wollen Investitionshochlauf. Die größte Gefahr, dass wir das nicht umsetzen können, ist, wenn Sie, wenn andere darüber zu entscheiden haben. Ansonsten werden wir das, was hier im Plan vorliegt, auch bis 2030 werden umsetzen können. Herr Kollege Schnien, darf die Kollegin Wilms eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben ja gerade eben so schön getönt über die Finanzierbarkeit, dass das alles realistisch sein sollte und alles, was im Plan drinsteht, dort tatsächlich kommen soll. Wissen Sie, dann wird immer auch von so einer sogenannten Schleppe geredet. Ab 2031, der Bundesverkehrswegeplan geht aber nur bis 2030. Also, und bis 2030 wollen Sie 38,5 Milliarden investieren und danach noch mal 42,8 Milliarden. Also, Sie haben schon den Bundesverkehrswegeplan 2045 eigentlich auch schon mit vorgelegt. Also, der Gesetzentwurf, den wir jetzt haben, der verschweigt ja, welche Projekte in diesen übernächsten Bundesverkehrswegeplan reinkommen. Können Sie uns mal sagen, welche das sein werden? Da bin ich dann mal gespannt. Frau Kollegin Wilms, das ist der Unterschied, wenn man wie wir eine realistische Planung vorlegen und dann, wenn man über bestimmte Dinge spekuliert, die überhaupt keinen Anker in der Realität haben. Wir haben bei allen Bundesverkehrswegeplanen bisher eine sogenannte Schleppe gehabt. Die wird auch in Zukunft erforderlich sein. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das Problem liegt in aller Regel nicht beim Bund, bei der Frage, ob wir finanzieren,
ob wir ein Projekt wollen, sondern das Problem, das wird sich noch verschärfen in den nächsten Jahren, wird bei den Ländern liegen, die für die Beschaffung des Baurechts zuständig sind. Und weil wir flächendeckend Planungskapazitäten dort runtergefahren haben, schaffen wir es nicht mehr, in allen Fällen zeitnah auch wirklich die Planung zu beenden und Baurecht zu schaffen. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir Planungskapazitäten hochfahren. Das ist nicht ein Problem des Bundes. Und ja, Frau Kollegin Wilms, wir haben Vorschläge dazu gemacht. Das müssen Sie sich dann anhören, da müssen Sie dann mit dabei sein. Bundesverkehrsinfrastrukturgesellschaft zum Beispiel. Dann haben wir es in der Hand, Baurecht und Planung zu schaffen dort vor Ort. Da müssen Sie mitmachen, haben wir überhaupt kein Problem bei der Umsetzung. Zweiter Punkt. Wir haben uns das Prinzip gegeben, Erhalt von Neubau. Es wird eingehalten, 70% gehen in den Erhalt. Im 2003er-Plan waren wir dabei 56%. Auch dort darf ich Kollege Hofreiter, die Grünen zitieren. Da hat ein Abgeordneter von Ihnen zu dem Plan, den er damals miterarbeitet hat, gesagt, bei 56% Erhalt ist ein ausgewogenes Verhältnis. Sie müssten heute jubilieren über das, was wir vorlegen, weil es genau dem entspricht, was Sie doch eigentlich auch wollen. Dritter Punkt. Wir haben gesagt, wir setzen klare Prioritäten in diesem Bundesverkehrswegeplan. Ausgerichtet auf die größte verkehrliche Gesamtwirkung. Und auch das halten wir ein. Bei der Straße stärken wir die Hauptachsen und Knoten in besonderer Weise. Großräumig bedeutsame Vorhaben werden mit 75% dort abgebildet. Aber wir vergessen auch nicht die regionale Erschließung, die zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum führt. Engpassbeseitigung, ein großes Thema. Und da will ich mal zu sprechen kommen auf die Frage, wird der Klimaschutz, wird die Ökologie hier ansprechend berücksichtigt? Ja, ich kann dem Bundesverkehrsminister nur recht geben, das ist in der Tat die Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Wir führen Emissionen zurück, eindeutig. Da kann man immer sagen, man kann noch mehr machen. Aber das ist mal Fakt. Ich bin manchmal seltsam berührt über das, was Sie von Umweltschutz verstehen und was Sie dort bei den Verkehrswegen fordern. Ich nehme Ihnen mal ein Beispiel, Lückenschluss A1 zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, seit Jahrzehnten auf der Agenda. Da haben wir fast hunderte von Gutachten gemacht. Alle sagen, ja, Umwelt ist hier oder da betroffen, ist alles lösbar. Sie verzögern es seit Jahren, das Projekt. Jetzt findet man genetisches Material vom Haselhuhn. Gesehen worden ist noch kein Haselhuhn dort. Dann werden wieder neue Gutachten gemacht. Da wird die Umwelt geschützt. Ich frage mich manchmal, wo kommt denn der Mensch bei Ihnen vor in der Frage des Umweltschutzes? Wo ist denn der Gewinn für die Umwelt, wenn wir die LKWs durch die Städte jagen, durch die engen Ortsdurchfahrten jagen? Wo kommt der Mensch vor, wenn wir über Verkehrssicherheit dort reden? Wo kommt die Umwelt vor, wenn wir Autos im Stau stehen haben? Deshalb ganz klar, wir brauchen eine klare Prioritätensetzung. Engpassbeseitigung, Lückenschlüsse, das ist das, was dieser Bundesverkehrswegeplan 2030 hier vorsieht. Großes Kompliment an den Bundesverkehrsminister. Das ist genau die richtige Entscheidung, die wir dort getroffen haben. Und lassen Sie mich auch noch ein Wort sagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Haben meine Vorredner schon darauf hingewiesen, beispielhaft, was dort passiert ist. Noch nie da gewesen in diesem Umfang. Auch da kann man natürlich sagen, inwieweit wird denn berücksichtigt, was Bürgerinnen und Bürger dort eingegeben haben. Sie haben zumindest die Chance gehabt und Sie sind gehört worden. Aber es gibt natürlich auch keinen Anspruch darauf, dass man mit jedem Vorschlag dann in die Umsetzung geht. Ich würde mir manchmal wünschen, Sie wären bei den Projekten, die Sie immer bekämpft haben, so konsequent. Stuttgart 21 hat es eine Volksabstimmung gegeben. Bis heute haben Sie noch nicht akzeptiert, was dort hinten rausgekommen ist. Und dann wollen Sie uns erzählen, dass hier eine Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bundesverkehrswegeplan nicht ausreichend gewesen sei. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen zukunftsgerichteten Plan hier vorgelegt. Der wird allen Kriterien, allen Eckpunkten, die wir uns gesetzt haben, gerecht. Ein vernünftiger Plan, ein guter Plan, ein vernünftiges und gutes Zukunftsprogramm für Deutschland. Vielen Dank. Herbert Behrens ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke.